Ja, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigte jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE genannt. Der BGE-Predigt konnte nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbar des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden. Und damit kein BGE-Jünger umsonst erschien, war an diesem Tag die soziale Kellerbar von 15 bis ca. 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein konnte zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips mussten aber immer selber mitgebracht werden. Und damit alle örtlichen abtrünnigen BGE-Jünger ihre BGE-Beichte auch außerdem online rüberbringen konnten, war immer der Chat von rockradio.de geöffnet. Ja, man hört schon, es wird heute die letzte BGE-Papst-Sendung in dieser Form hier sein, die wir aufzeichnen, weil wir auch technische Probleme haben. Wir kommen hier nicht ins Internet im Moment. Und soweit wie ich erste Vorabsprachen sind, macht Juliane nach einer Sommerpause weiter. Wolf wahrscheinlich auch. Ich selbst ziehe mich hier von Rockradio und der Danziger zurück, weil einfach die ganzen anderen Projekte zu viel Kraft und Aufmerksamkeit kosten, so dass ich, sage ich mal, diesen Staffelstab einfach weitergebe. Und ja, wir machen jetzt auch erstmal mit der Sendung weiter. Genau. Wir wissen auch noch gar nicht, wie wir es ab September machen, aber das werden wir dann noch kommunizieren. Aber heute ist heute und heute sind wir ja noch hier. Und unser erster Gast ist Maurice Zieger, ich habe schon gesagt, Produktdesigner und ist auch schon auf der Montagsdemo aufgetreten, hat einen Text mitgebracht und möchte sich selbst vorstellen und seinen Text vorlesen. Bitte schön. Ja, hallo, ich bin Maurice Zieger und bin Produktdesigner. Und der eigentliche Grund, warum ich angefangen habe, mich mit dem Wirtschaftssystem auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit unserem Geldsystem, mit Systemen dieser Gesellschaft prinzipiell, liegt daran, dass ich als Produktdesigner festgestellt habe, dass eigentlich immer mehr Produkte, die auf dem Markt erscheinen, immer weniger den tatsächlichen menschlichen und seelischen Bedürfnissen von Menschen, die seelischen und menschlichen Bedürfnisse befriedigen, sondern viel mehr Ausdruck geworden sind von Marketingstrategien von Unternehmen und Gewinnmaximierungsinszenierungen dieser Unternehmen. Das kann man tendenziell auch schon oftmals an der Struktur von Unternehmen feststellen, die zum Beispiel in ihrem Aufbau ungefähr, sag mal, größere Unternehmen 30 Designer haben und 500 Anwälte, aber 0 Philosophen. Aus diesem Grunde habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit dem eigentlichen Menschenbild, was hinter unseren Wirtschaften steht, dem eigentlichen Wertesystem, was hinter unseren Wirtschaften steckt. So wie dieses Wertesystem letztlich dann auf unser Geldsystem, auf unser Mobilitätskonzept, auf unser Mediensystem, auf unsere Architektur, Landschaftsplanung, Gesundheitssystem, Bildungssystem, Ernährung und Landwirtschaft, auf alle Systeme, die diese Gesellschaft braucht, um Menschen ihre grundsätzlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und aus dieser Beschäftigung heraus, in den einen oder anderen Feld mehr oder weniger tief, hat sich im Prinzip der Brief der Solidarität entwickelt, der ausgehend von der Forderung der Politiker, dass die Arbeitslosen dieser Gesellschaft sich mit den in Erwerbsarbeit Beschäftigten zu solidarisieren haben. Ja, und ich verstehe diesen Brief der Solidarität letztlich als eine Art Skizze der Gesellschaft, wenn ich aus der Vogelperspektive einfach mal von oben gucke, einer Skizze dieser Gesellschaft, die unter diesem meiner Meinung nach fehlgeleiteten Wertesystem im Prinzip Absurditäten, systemische Absurditäten entwickelt hat, ja, die ich dann versucht habe in diesem Brief der Solidarität zu beschreiben. Vielleicht tue ich das einfach mal, ich lese den Brief der Solidarität einfach mal vor, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was ich auf der Montagsdemo erzählt habe. Brief der Solidarität. Angesichts des möglichen und notwendigen Stromes an Erkenntnissen zur Lösung zukünftiger gesellschaftlicher Aufgaben
erscheint mir der Ruf der Politiker nach Solidarität der Arbeitslosen mit den in Erwerbsarbeit Beschäftigten als klägliches Rennsal, das in keiner Weise geeignet ist, das weite Feld der vor uns liegenden Aufgaben fruchtbar werden zu lassen. Ihr Ruf nach Solidarität entspringt einer Monokultur des Denkens, nämlich der Monokultur des Gedankens der Gewinnmaximierung als alleiniger Antrieb menschlicher Arbeit. Ihr Ruf nach Solidarität kultiviert diese absurde Idee. Die Hoffnung, dass eine weitere Steigerung des schon im Übermaß vorhandenen Überflusses irgendwelche gesellschaftlichen Lösungen hervorbringt, ist durch die Realität längst widerlegt. Stattdessen ist genau dieses Übermaß, dieser Tanz um das goldene Kalb, zum Zentrum und Damoklesschwert für uns und zukünftige Generationen geworden. Ihr Aufruf zur Solidarität ist somit nicht der Aufruf zur Solidarisierung mit der tatsächlichen menschlichen Natur oder gar mit einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Nein, es ist vielmehr der Aufruf zur Solidarität mit einem zum Untergang verurteilten Gedanken-, Werte- und Wirtschaftssystem. Dieses System erhebt den aus der Biologie bekannten Prozess des ungebremsten Wachstums, Krebs, zur obersten Maxime. Es deklariert diesen Krebs zum Wirtschaftserfolg und vermisst seine Wachstumsraten täglich an den Börsen dieser Welt. Ihr Aufruf zur Solidarisierung verkennt das wahre Ausmaß der zerstörerischen Kraft eines solchen Systems und bekämpft jeden, der sich bewusst oder unbewusst dieser Logik entzieht. In einer Gesellschaft des absoluten Überflusses, einer Gesellschaft, die es sich erlaubt, bis zur Hälfte ihrer produzierten Lebensmittel ungenutzt zu entsorgen, in kilometerlangen Regalen Süßigkeiten klimatisiert, hegt und pflegt, während weltweit Menschen auf den Straßen erfrieren, an Hitze und Hungertod sterben. Einer Gesellschaft, die Bewegung mit Bewegtheit verwechselt, wir uns in Flugzeugen und Autos hunderttausende Kilometer bewegen lassen, ohne uns selber zu bewegen, um dann in Fitnessstudios auf Laufbändern auf der Stelle zu treten und endliche Ölreserven dazu nutzen, um in immer mehr, größeren und schwereren Autos immer länger im Stau zu stehen. Eine Gesellschaft, in der unsere Lebensmittel täglich Weltreisen hinter sich bringen müssen, um auf unseren Tellern zu landen, und uns die Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie die unverdauliche Lügensuppe mit den Geschmacksverstärkern aus der Werbung und den Chemielabors schmackhaft machen möchte, dass nur sie es seien, die die Welternährungsprobleme lösen könnten. Dabei völlig ignorieren, dass ökologische Landwirtschaft einen bis zu fünffach höheren Ertrag in der Summe der Eiweiße und Kohlenhydrate erwirtschaftet, als das Monokulturen jemals können. Einer Gesellschaft, in der nur drei Buchstaben zum Alphabet des Konsums geworden sind. XXL. Einer Gesellschaft, die über die Bildschirme täglich hunderte Tote unseren Kindern in ihre Wohnzimmer und Herzen schickt und diese in ihre regungslos vor den Bildschirmen sitzenden Körper pflanzt, versüßt mit den bunten Pausen irreführender Werbebotschaften. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir in einem gigantischen Akt der kollektiven Bewusstseinsspaltung Oberflächen von ihren Inhalten trennen, grausame Wahrheiten immer schöner verpacken, Bilder von glücklichen Hühnern auf die Packungen von gequälten Tieren drucken und Ausbeutung, Kinderarbeit und Ungerechtigkeit mit den farbenfrohen Deckmäntelchen großer Marken verkleiden. Einer Gesellschaft, die ebenso resistent gegen millionenfaches Leid unserer Tiere geworden ist, wie die tödlichen Keime, die wir in deren Mägen durch quälende Haltung und Fehlernährung heranzüchten. Einer Gesellschaft, die aus maßloser Profitgier die Gensequenzen unserer Schöpfung zu Patenten großer Konzerne umschreibt. Einer Gesellschaft, die durch den Kampf um Aktienwerte den Krieg in Gesellschaften auslöst und so steigende und fallende Aktienkurse zu Guillotinen für Hunderttausende von Hungernden, Arbeitslosen, Rentnern und Armen werden.
Eine Gesellschaft, in der die zunehmende Verdrängung der Menschen aus ihren Wohnungen, Lebens- und Arbeitswelten der Ausdruck einer flächendeckenden Autoimmunerkrankung unseres Staates ist, der sich die Kapitalmärkte zum Freund, aber seine eigenen Bürger zum Feind erklärt, sie ausspioniert und in der Ausübung ihrer demokratischen und bürgerlichen Rechte behindert. Eine Gesellschaft, in der der Staat von allen Menschen erwartet, dass... Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich leider kurz unterbrechen. Ich habe hier noch eine alte Variante. Könnte ich einmal kurz übergreifen? Da gibt es nochmal... Das war nämlich ein Problem heute Morgen. Ich musste kurz in den Kopierladen, der leider dann zu war, und das ausgedrucken. Kleinen Moment bitte. Ja, alles kein Problem, weil normalerweise sage ich an der Stelle, schneiden wir aus der Live-Sendung dann raus, aber... Ja, in dem Fall dann wunderbar gelöst. Genau. Nee, wir lassen uns mal denk ich mal. Genau, eine Sekunde bitte auch ein bisschen Nachsicht. Genau. Ich bin noch nicht so oft in den Medien gewesen und insofern einfach ein bisschen Geduld. Dafür machen wir ja auch die Sendung, um zu üben. Du guckst auf dein Blatt. Genau, du sprichst so lange. Genau. Eine Gesellschaft, in der die zunehmende Verdrängung der Menschen aus ihren Wohnungen, ihren Lebens- und Arbeitswelten der Ausdruck einer flächendeckenden Autoimmunerkrankung unseres Staates ist, der die Kapitalmärkte zum Freund, aber seine eigenen Bürger zum Feind erklärt, sie ausspioniert und in der Ausübung ihrer demokratischen und bürgerlichen Rechte behindert. Eine Gesellschaft, in der die Weltkonzerne den Menschen zuerst ihre Lebensgrundlagen entreißen, um sie ihnen dann in Flaschen und Konserven verpackt, teuer zurückzuverkaufen. Einer Gesellschaft, deren Industrialisierung immer ihren Anfang in der Auslöschung, Vertreibung oder Entrechtung indigener Völker hat. Einer Gesellschaft, in der wir durchschnittlich 40% jedes ausgegebenen Euros dazu verwenden, Schuldenberge zu begleichen, die eines anderen Geldhaufen sind. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, die unsere Kinder mit Marken aufrüstet und Gefahr läuft, zukünftige Generationen unter den Abfallbergen dieser Produkte zu begraben. In einer Gesellschaft, in der die wertschöpfende Bildung in Kindergärten der verlassene Nebenschauplatz der Deutschen ist, um stattdessen Anführer auf dem Spielplatz der Bundesliga verkommener Finanzspiele zu sein, um dann mit diesem Geld die Universitäten und die Forschung zu Vorhöfen der Wirtschaft zu privatisieren. In einer Gesellschaft, in der die Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik das Wissen in Schulbaracken verwaltet, statt es in Menschen fruchtbar werden zu lassen. Einer Gesellschaft, in der die lebendige Tiefe des Wissens in unseren Bildungseinrichtungen unangetastet bleibt, weil der Takt der Schulstundenzerstückelung und das in den Amtsstuben und Köpfen wütende Notensammelsystem der Bildungsbürokratie an den Wurzeln der Neugier und der Lust zum Lernen nagt. Und dieser abgefressene Stumpf nur zum Erziehen von Duckmäusern taugt, die sich dann aus dem Bildungssystem mit selig und menschlich unverdautem Viertelwissen vom Strom möglicher menschlicher Tätigkeiten verabschieden müssen. Sich durch den schmalen Spalt der Erwerbsarbeit in den Arbeitsmarkt zwängen. Da, wo die fette Katze Niedriglohn auf sie wartet. Dann ein die Menschlichkeit erdrosselnder Arbeitsbegriff, Arbeitsethos und Arbeitsmarkt sie wieder herauswirken. Und die von struktureller Arbeitslosigkeit Erbrochenen dann die Jobcenter fluten. Dort vom mit Schuld und Gängelung gewürzten Hartz-IV-Zwangsbrei der Erniedrigung gefüttert, durch den gierigen Fleischwolf der Arbeitslosen- und Beschäftigtenindustrie in die Pelle armer Hartz-IV-Würstchen gepresst werden, deren eines Ende die existenzbedrohenden Sanktionen sind und das andere Ende nicht existenzsichernde Jobs. Und als solches in großen Teilen direkt oder im Laufe ihres Arbeitslebens als Versehrte und Verletzte den Kriegsschauplatz freie Marktwirtschaft verlassen, geplagt von Depression und Burnout, in unserem kranken Krankensystem landen und somit erneut eine Struktur vorfinden, die an derselben systemischen Fehlentwicklung leidet wie der Arbeitsmarkt selber
und sie eher weiter verwurstet, als sie wirklich ernst nimmt. Patient, Mensch trifft auf Patient-Krankensystem. Eine Gesellschaft also, in der ehemals gesund Geborene zu kranken Menschen erwachsen aufgrund fehlender, falscher Bildung und Geisteshaltung. Eine Gesellschaft, in der die Geldmächtigen dieser Welt den Menschen die Freiheit durch das bedingungslose Grundeinkommen vorenthalten, aus Angst, dass dann die Menschen unbedingt die Menschlichkeit für die Menschlichkeit statt für das Geld arbeiten wollen. Einer Gesellschaft, in der wir vergessen haben, dass die Welt im Ursprung ein Geschenk an die Menschheit ist und nicht das Resultat von geleisteter Arbeit. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. In einer Gesellschaft, die die uns geschenkten Ozeane völlig von Fischen entleert, um sie mit dem Müll unserer Zivilisation zu beladen. In einer Gesellschaft, die auf der Suche nach seltenen Erden immer seltener die Erde unberührt lässt. In einer Gesellschaft, in der jegliche Bedenken und Gefahren neuer Technologien an den bis in die Nanostrukturen unserer Welt hinein mit Ignoranz und ihr beschichteten Finanzinteressen abperlen. In einer Gesellschaft, auf deren Feldern hungrige Autotanks über hungrige Menschenmäuler siegen und eine atemluftberaubende Gier die grünen Lungen dieser Welt zu Bioölzapfsäulen rodet und zu Gartenmöbeln verarbeitet. In einer Gesellschaft, in der es kein Callcenter für die Ungerechtigkeit dieser Welt gibt. In einer Gesellschaft, in der Banken, Konzerne und Marken mehr Macht als Politiker haben. In einer Gesellschaft, in der die Unzerstörbarkeit der Körper von Hulk und Spider-Man umso größer wird, je mehr wir unserer eigenen Verletzlichkeit bewusst werden. In den Mainstream-Medien, in heroischen Superhelden und Kriegsfilmen, der zähe Panzer der Verdrängung des Todes mit den Gags aus Comedy-Serien aufpoliert und uns die Rüstung aus Vorurteilen und Feindbildern angelegt wird, um uns in Kriege gegen die Welt und uns selber ziehen zu lassen. Angeheizt von den in Ballerspielen erlebten militärischen Allmachtsfantasien, isoliert im Bunker des Konsums sitzend, die Augen mit Gucci-Brillen verbunden, gekettet an die Spionagetools von Apple, Samsung und Sony, uns das Bild einer heilen Erde in die Gehirne und Bildschirme dieser Welt projiziert wird. In einer Gesellschaft, die uns mit dem absurden Versprechen des Kapitalismus abspeist, dass wir wie Zombies satt von dem Fleisch unserer Körper werden können, dass wir uns selber aus dem Leib reißen, um letztlich auf das vergoldete Gerippe unserer nackten Existenz zu stoßen. In einer Gesellschaft, in der die Massenmedien das Grab der Wahrheit bilden. Eine Gesellschaft, deren Presse uns mit den Neuigkeiten versorgt, deren Informationstiefe kaum höher ist als die Brüste aufgepolsterter Boulevardsternchen. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Alternative zwischen 50 verschiedenen Kaffeemaschinen haben, uns aber unser Wirtschaftssystem als alternativlos verkauft wird. In einer Gesellschaft, die mit Hilfe von Atomreaktoren einen Tsunami überbordender Produktströme am Leben hält. In einer Gesellschaft, in der wir im Kosovo und im Irak die Verdrängung der wahren Motive für diese Kriege zum Führer uranbestückter Panzerwaffen machen, bomben wir diese tiefgehenden Lügen in die Gene kommender Generationen und die grausam begangene Verzerrung und Entstellung der Wahrheit erblickt in Form schwerer deformierter Säuglingskörper erneut das Licht der Welt. Diese Kinder tragen den Namen Mord. In einer Gesellschaft, in der die Wahrnehmung der Qualen und Schrecken von Hiroshima, Tschernobyl und Fukushima viel schneller zerfällt als der Atommüll für die nächsten 100.000 Generationen. In einer Gesellschaft, in der wir alle dem Erdkörper entrissenen Stoffe erst in unseren Produkten verarbeiten und sie dann in unseren Gehirnen, Organen, Knochen, Geweben und Zellen wiederfinden und dort die Verletzungen fortschreiben, die wir mit der Förderung aus der Erde begonnen haben und dabei alle chemischen und moralischen Grenzwerte überschreiten.
Wirtschaftskrebs macht Körperkrebs. Wir leben also in einer Gesellschaft, die den derzeitigen Zustand des absoluten Überflusses einer Minderheit auf Kosten einer Mehrheit, auf Kosten zukünftiger Generationen und auf Kosten seelischer und körperlicher Gesundheit zur Normalität erklärt. In einer solchen Gesellschaft gilt es als wesentlich größerer Akt der Solidarität mit der Gesellschaft und mit der eigenen menschlichen Natur, all das nicht mehr zu tun. Es gilt sich stattdessen solidarisch mit der Erkenntnis zu erklären, dass Ressourcen endlich und erschöpfbar sind und uns allen gehören. Es geht um qualitatives Wachstum, damit weniger mehr sein kann. Es gilt, sich von der Produktion materiellen Überflusses der Produktion inneren Reichtums zuzuwenden. Einem Reichtum an Bildung und Bildern, einem Reichtum an Erkenntnis, das uns mehr verbindet, als uns trennt. Einem Reichtum inneren Erlebens. Es gilt, den immer greller werdenden Blitzen und dem Funkeln unserer Werbe- und Produktwelten entschieden den Glanz inneren Seins, Einkehr und Stille entgegenzusetzen. Es gilt, den kollektiven Prozess der Verdrängung, den uns unser jetziges System abverlangt, zu beenden. Es gilt, mehr sein als haben und das zu tun, was unsere Seelen und Körper wirklich nährt. Damit erkläre ich mich solidarisch. Danke. Vielleicht mal besser.